Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Lutsche nicht am Daumen mehr, denn der Schneider mit der Schere kommt sonst ganz geschwind daher und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär. So, hab's jetzt ein bisschen gerafft, geht die Geschichte vom Daumenlutscher Konrad los und das ist ein Gedicht, eine der Geschichten aus dem Strubbelpeter. Das ist auch eine Geschichte, mit der mich persönlich etwas verbindet, nämlich meine Zwillingsschwester hat, als wir so Kindergartenkinder waren und nachdem unsere Mutter uns das vorgelesen hat und mal weggegangen war und ich am Daumen gelutscht, mir versucht, den linken Daumen abzuschneiden. Wir hatten uns da irgendwie drauf geeinigt, dass, ja, ich habe am Daumen gelutscht und deswegen muss das sein. Und ihr erinnert euch dann vielleicht an die Geschichte, der Schneider kommt dann wirklich die Tür reingepoltert und zack ist der Daumen wirklich ab. Also eine Geschichte, die mir als Kind wirklich sehr Angst gemacht hat. Damit herzlich willkommen zur Klassikerwoche oder Klassikerwochen. Mein Video hier ist eins von zwei Videos, die ich euch im Rahmen der Klassikerwoche von Sophie von Verstand, die das initiiert hat, bieten kann. Und die bilden den Abschluss. Ich habe dieses Video hier vorbereitet und gedreht schon vor einigen Wochen und freue mich jetzt wahnsinnig drauf, dass ihr das sehen könnt. Denn ich stelle mich sozusagen dieser Urangst, meiner Urangst vor dem Strubbelpeter und habe das Strubbelpeter-Museum besucht. Und ich habe es nicht nur besucht und die langjährige Museumsleiterin Beate C. Korn von Bebenburg interviewt, sondern die haben das Video ermöglicht und das Museum nur für mich aufgesperrt an diesem Tag. Und ich habe mich mit ihr nicht nur über den Strubbelpeter, sondern auch über den Autor des Strubbelpeter, Heinrich Hoffmann, unterhalten, auch ein Frankfurter wie ich. Und ich würde sagen, das gucken wir uns mal an. Als allererstes wollte ich natürlich von Beate C. Korn von Bebenburg wissen, ist der Strubbelpeter wirklich so brutal, zu brutal vielleicht für Kinder? Und wollte mal ihre Meinung erfahren. Also ich finde es sehr wichtig, dass Eltern die Lektüre begleiten mit den Kindern. Denn für die Kinder muss ganz klar sein, das sind ausgedachte Geschichten. Und ich glaube, das fällt Kindern gar nicht schwer, das dann auch so einordnen zu können. Der Spaß am Strubbelpeter ist gerade diese ungeheure Übertreibung, die Hoffmann da reingepackt hat. Und die Themen, die er anspricht, beschäftigen Kinder seit 175 Jahren. Die haben sich gar nicht so viel verändert. Immer wieder verhandeln Kinder aufs Neue mit ihren Eltern Regeln. Warum soll ich still sitzen am Tisch? Das ist doch blöd. Warum soll ich diese dämliche Suppe essen? Warum darf ich nicht mit Streichhölzern spielen, obwohl das doch so faszinierend ist? Und das greift Hoffmann auf, baut sehr viele komische Elemente in die Geschichten ein, die Kindern, glaube ich, sehr gut das Augenzwinkern auch vermitteln. Nehmen wir zum Beispiel das Paulinchen, eine dramatische Geschichte. Das Mädchen spielt mit den Streichhölzern, hört nicht auf die Katzen, die sie hat, die sie versuchen zu warnen. Und man kennt das Ende, sie geht in Flammen auf. Und dann endet die Paulinchen-Geschichte aber mit einem ja sehr übertriebenen oder komischen Bild auch wieder. Da sitzen diese beiden Katzen, heulen, als ob man den Wasserhahn aufgedreht hätte, halten riesige Taschentücher in der Hand und weinen um das Paulinchen. Und ich glaube, das zeigt Kindern, hey, ganz so ernst ist es nicht gemeint, aber nichtsdestotrotz ist es doch vielleicht besser, nicht mit den Streichhölzern zu spielen. Von meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, einige Geschichten aus dem Strubbelpeter haben mir definitiv Angst gemacht als Kind. Wie sollen Eltern damit umgehen?
Ja, also bei der Daumenlutsche-Geschichte ist es ganz wichtig, wie ich vorhin schon sagte, dass Eltern das begleiten, dass sie ganz klar sagen, das ist Quatsch. Also so eine Figur gibt es in echt nicht. Schau dir das an auf dem Bild, wie sie schon sagten, die riesige Schere. Das ist Hoffmanns Stilmittel. Er haut auf die Pauke, er übertreibt ganz stark, um Kindern klar zu machen, ganz so ernst ist es nicht, aber in dieser Geschichte geht es ihm natürlich um ein ganz wichtiges Thema, dass Kinder nicht krank werden. Ich glaube, es schadet nicht zu wissen, dass Heinrich Hoffmann von Beruf Arzt war. Arzt in einer Zeit der großen Epidemien, Cholera, Typhus. Es gab keine Möglichkeit, diese Krankheiten zu heilen. Und Hoffmann hat tatsächlich versucht, hier bei den Kindern anzusetzen. Schaut, wenn ihr nicht Schmutz in den Mund bekommt, dann steigen die Chancen, dass ihr auch überleben werdet. Also damals waren zwar die Infektionswege noch nicht klar, aber dass es etwas mit Hygiene zu tun haben kann, war aufgeklärten Ärzten wie Heinrich Hoffmann schon klar. Und schauen Sie nun unsere Zeit an, wieder eine Pandemie, in der Hygiene plötzlich einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Ich glaube, das Geheimnis, dass dieses Buch so gut funktioniert, auch heute noch ist, dass die Themen immer wieder Aktualität haben. Und jetzt gerade der Daumenlutscher, lutsch nicht am Daumen, das kann man ja wirklich wieder jedem Kind nur sagen und es dann auch übertragen auf all die Hygieneregeln, die wir heute wegen Corona zu beachten haben. Und ja, Hoffmann ist ein als aufgeklärter Arzt mit dem Struwwelpeter dabei, um Kindern ja sozusagen eine Mitverantwortung an ihrer Gesundheit auch zu geben. Du kannst selbst etwas tun, Kind, indem du eben nicht am Daumen lutschst. Und fragen wir heute Kinder, warum ist es blöd, am Daumen zu lutschen? Dann sagen die, ja, die Zähne werden schief oder man wird ausgelacht. Auch das kommt häufig, dass man so dieses Mobbing-Element drin hat. Und ja, das darum geht es im Struwwelpeter. Und in vielen anderen Geschichten auch. Da erklärt Hoffmann, was passiert, wenn man nichts isst zum Beispiel. Ja, auch eine interessante Frage. Und das spielt er wieder auf völlig übertriebene Art und Weise mit dem Suppenkasper durch. In 5 Tagen ist er tot. Und auf das Grab vom Suppenkasper stellt er dann auch noch die Suppenschüssel. Hoffmann hatte ganz sicher einen Hang zum schwarzen Humor. Also er konnte, auch in seinen Werken für Erwachsene kommt das immer wieder durch, sehr gut über Tod und Sterben spotten. Vielleicht war das auch eine Folge seiner Erfahrungen als Arzt. Aber im Suppenkasper kommt das nun ganz stark zum Tragen. Und hier erkennen aber Kinder auch, das kann nicht sein, dass man in kürzester Zeit so dünn wird. Und diese Distanzierungsmöglichkeiten sind immer wieder da, um Kindern zu sagen, ja, das ist nicht ganz so ernst gemeint. Kleines Aber gibt's dann doch. Aber über lange Jahrhunderte oder über Jahrzehnte wurde das Buch natürlich von Erziehern, von Erwachsenen eingesetzt, um Kindern reale Angst einzujagen. Und wenn man einem kleinen Daumenlutscher sagt, schau her, da siehst du, was passiert, die Tür geht auf und der Schneider kommt rein, dann ist das natürlich was, was aus der Fantasie rüberspringt in die Realität. Und dann kann natürlich auch sowas passieren, wie das ihre Geschichte war. Und man kann auch dann, glaube ich, schrecklich Angst haben vor dem Daumenlutscher. Aber wenn man das nicht macht, dann ist es, glaube ich, so dieses wohlige Gruseln, was davon ausgeht. Es gibt sowas wie die Lust am Gruseln. Da habe ich wirklich was Neues gelernt. Es hat so, glaube ich, so eine ähnliche Ebene wie warum Erwachsene Krimis lesen. Warum tut man das? Die Psychologen sprechen von Angstlust, die wir erleben, wenn wir schön auf unserer Sofaecke sitzen und einen Krimi lesen und Mord und Totschlag in der Fantasie erleben. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine lebenslange Lust, die wir Menschen haben, dass wir uns ab und zu mal gerne zum Spaß erschrecken lassen, um uns danach umso sicherer auf unserer Sofaecke zu fühlen.
Und das hängt, glaube ich, auch so am Struwwelpeter. Wir haben in unserem Museum vor Corona ein Theaterspielangebot immer für alle Kinder, auch Erwachsene gemacht. Man konnte sich verkleiden in alle Figuren aus dem Struwwelpeter. Momentan haben wir das alles gerade weggeräumt. Aber da war gerade die Geschichte vom Daumenlutscher die mit größter Begeisterung von den Kindern, von den Kleinen auch nachgespielt wurde. Und das zeigt meines Erachtens, dass Kinder dieses Fantasiematerial auch brauchen, dass gruselige Dinge Platz im Leben und in der Entwicklung eines Kindes haben, um umso besser mit realen Konflikten dann zurechtzukommen. Das ist, glaube ich, ähnlich wie mit den Grimmschen Märchen. Da wird ja auch immer die Debatte geführt, ist das nicht so grausam? Wenn für Kinder klar ist, das ist eine Fiktionsebene, das ist Fantasie, dann kann man ganz problemlos damit umgehen und auch tatsächlich es genießen, was da passiert. Besonders interessant ist auch die Background-Story. Der Struwwelpeter war eigentlich nie für die große Weltbühne bestimmt. Denn eigentlich ist der Struwwelpeter das Geschenk eines Vaters an seinen 3,5-jährigen Sohn. Heinrich Hoffmann, von Beruf Arzt, hatte 1844 zu Weihnachten eigentlich ein Buch für seinen Sohn kaufen wollen, ging durch alle Frankfurter Buchläden und nichts gefiel ihm. Denn alles, was er sah, fand er viel zu moralisch, langweilig oder auch mit viel zu viel Text ausgestattet. Das Bilderbuch, wie wir das heute kennen für dieses Alter, 3 bis 6 Jahre, das war noch nicht erfunden. Und für ihn war klar, ein Buch, eine Geschichte für ein Kind, das noch nicht lesen kann, muss über Bilder funktionieren, Text und Bild. Und das ist tatsächlich die Innovation, die Heinrich Hoffmann geschaffen hat mit dem Struwwelpeter. Er erzählt selbst, wie er sich dann aus lauter Verärgerung einfach ein leeres Schreibheft gekauft hat. Und in dieses Schreibheft zeichnete er dann die ersten Geschichten vom Struwwelpeter. Und das war dann das Geschenk, das der kleine Karl, so hieß sein Sohn, sehr schön und lustig fand, aber eben von erwachsenen Freunden dann auch gesehen wurde. Und einer von ihnen war Verleger. Zacharias Löwenthal hatte gerade einen Verlag hier in Frankfurt gegründet, zeitgleich also praktisch mit dem Struwwelpeter 1844. Das war eigentlich ein politischer Verlag, die haben Marx und Engels verlegt. Und Löwenthal und Hoffmann waren in einem geselligen Verein verbunden und da stellte Hoffmann seine Kinderfabeln, wie er es nannte, vor. Und Löwenthal erkannte tatsächlich, welches Potenzial da vorliegt, dass also wirklich erstmals Text und Bild verknüpft sind zu kurzen, spannenden Geschichten. Er überredete Heinrich Hoffmann zur Veröffentlichung. Der wollte zuerst nicht so richtig. Er fürchtete, glaube ich, um seinen guten Ruf als Arzt. Aber nichtsdestotrotz, 1845 im Oktober erschien dann die erste Auflage von Lustige Geschichten und Trollige Bilder, so hieß das Buch zuerst, mit dem Pseudonym Reimerich Kinderlieb. Hoffmann hatte erstmal noch Angst, seinen eigenen Namen dafür herzugeben. Oh ja, und ab dann war tatsächlich einer der Longseller des deutschen Buchmarkts auf dem Markt und wurde nachgedruckt, wurde noch ergänzt um weitere Geschichten dann. Es gab immer mal wieder Veränderungen an den Bildern oder beziehungsweise Hoffmann selbst hat nach etwa 14 Jahren, da war das Buch ein Weltbestseller, die ganzen Illustrationen nochmal neu gezeichnet. Und dieses zweite Manuskript vom Struwwelpeter, das bildet die Bildbasis von der Struwwelpeter-Ausgabe, wie wir sie heute eigentlich kennen. Die ist seit 1859 dann auf dem Markt. Und der Verlag hat das wirklich auch sehr modern, würden wir heute sagen, vermarktet, dieses Buch. Man hat immer mal wieder neue Kaufanreize geschafft, ein neues Cover gemacht, 100. Auflage wurde mit einem extra
extra Blatt begangen. Man hat diese unzerreißbaren Ausgaben erfunden, die länger halten sollen. Heinrich Hoffmann fand das selbst gar nicht gut, weil er fand, dass Kinderbücher dazu da seien, dass sie auch zerrissen werden. Das sei kindlicher Entwicklungsgang und hätte außerdem den prima Vorteil, dass man die Bücher immer wieder neu anschaffen muss. Ja, aber wirklich. Und also das ist tatsächlich auch eine sehr spannende Verlagsgeschichte, die damit verknüpft ist. Denn dieses Kinderbuch Struwwelpeter finanzierte für Rütten und Löning, so hieß der Verlag dann später, das belletristische Programm, also ein sehr anspruchsvolles Programm, das von diesem Struwwelpeter mitgetragen wurde, das ein Bestseller war. Und man führte zum Beispiel auch Copyright-Prozesse. Der erste Copyright-Prozess um Bilder im Buch wurde mit dem Struwwelpeter geführt tatsächlich. Und der Verlag bekam recht. Ab da konnte man Bilder nicht einfach abkupfern, nachdrucken. Heinrich Hoffmann war nicht nur ein Kinderbuchautor und deswegen wollte ich von Frau Zekon von Bebenburg wissen, was eigentlich Ihr Lieblingsbuch von Heinrich Hoffmann ist. Mein Lieblingsbuch für Erwachsene ist ein Buch, das diesen schwarzen Humor von Hoffmann sehr gut widerspiegelt. Das ist ein kleiner Gedichtband, das Allerseelenbüchlein heißt es. Und da hat er Grabinschriften gemacht für die unterschiedlichsten Berufsgruppen. Und jeder bekommt wirklich auf sehr pointierte Art und Weise das Fett weg. Und das ist so eines meiner Ziele für die nächste Zeit. Das ist leider vergriffen und ich würde das gerne wieder auflegen, denn ich denke, wer Hoffmann als Gesamtperson kennt, wo eben auch dieses Spotten über den Tod so wichtig ist, versteht auch den Struwwelpeter besser und da gibt es noch ganz viel zu entdecken bei ihm. Ich kann schon mal spoilern, leider habe ich es vergessen oder versäumt, mir dann das Allerseelenbüchlein im Museumsshop zu holen, das war nicht bei meinen Einkäufen dabei, aber welcher Heinrich Hoffmann ist denn für uns Erwachsene interessant? Nochmal Frau Zekon von Bebenburg. Für die Erwachsenen ist Hoffmann als Arzt, finde ich, sehr interessant, auch als Psychiater. Denn 1851, also einige Jahre nach Erscheinen des Struwwelpeter, übernahm er, eigentlich war er Allgemeinmediziner, die Leitung der Anstalt für Irre und Epileptische, wie das damals hieß, also die psychiatrische Klinik hier in Frankfurt. Und damit hatte er seine Lebensaufgabe gefunden und hat in dieser Zeit des Umbruchs in der Medizin als Reformpsychiater gewirkt. Also das war zur Mitte des 19. Jahrhunderts, standen sich noch unterschiedliche Schulen gegenüber in der Medizin. Die eine, die grob gesprochen sagte, man kann gar nichts machen, man muss die Irren in Anführungszeichen wegsperren. Und die anderen sagten, Geisteskrankheiten sind Gehirnkrankheiten, man kann Therapien entwickeln. Und es muss darum gehen, die Lebensbedingungen der Patienten ganz stark zu verbessern. Und das auf diese Seite hat Hoffmann sich ganz schnell dann geschlagen und hat wirklich für die damalige Zeit ganz modern dann gewirkt. Und sein größter Verdienst war die neue Anstalt, die er hier in Frankfurt dann vor den Toren der Stadt geschaffen hat, mit ganz vielen Möglichkeiten für Therapie, mit Gärten, mit Kulturangeboten. Steht wirklich für die erste menschliche Psychiatrie in Frankfurt. Und das ist für uns als Museum, als Institution sehr wichtig, denn wir sind selbst auch eine gemeinnützige GmbH und haben als Mutter einen der großen Psychiatrievereine, Sozialpsychiatrievereine hier in Frankfurt, die Frankfurter Werkgemeinschaft. Das heißt, wir bewahren hier nicht nur den Nachlass auf von Hoffmann, sondern sehen uns auch in der Nachfolge seiner Ideen und arbeiten hier zum Beispiel mit psychisch erkrankten Mitarbeitern und haben also vielfältige Verbindungen zur modernen Psychiatrie hier nun auch. Ich habe dann auch eine
Tour durch das Museum bekommen und das ist wirklich sehr, sehr cool und kindgerecht gemacht. Also es ist ein typisches Mitmachmuseum mit Schubladen, mit Dingen, die man drehen kann, mit Displays, mit Geschichten, die man machen kann. Wenn nicht gerade Corona ist, kann man sich auch umziehen, kann Sachen aus dem Struwwelpeter nachspielen. Da gibt es ja interessante Geschichten, gute Figuren, sehr kompakte Geschichten, die sich gut nachspielen lassen. Das macht Kindern garantiert riesen Spaß und ich hoffe, dass ich das mal mit meinen Nichten zum Beispiel testen kann hier in Frankfurt. Abgesehen davon ist natürlich das Museum auch ein Buchmuseum. Der Struwwelpeter ist ein Bestseller-Erfolg auf der ganzen Welt. Seit 175 Jahren ist gerade Struwwelpeter-Jubiläum großes. Und dann gibt es natürlich ganz häufig die Frage, ja, Buchmuseum, wie inszeniert man das? Ist das nicht furchtbar langweilig? Die Kritiker sagen dann, ja, was kann man denn machen? Das ist doch nur ein Buch. Aber ja, was für ein Buch, muss man da sagen, denn es gibt sehr, sehr viele Stränge, die wir damit erzählen können. Editionsgeschichte, Übersetzungsgeschichte, viele, viele Übersetzungen, schon 1847, also 2 Jahre nach der deutschen Erstausgabe, kam das Buch auf Dänisch raus und dann kam Englisch, Französisch. Also ganz Europa, muss man fast sagen, hat Struwwelpeter gelesen und das können wir hier zeigen, auch mit den jeweiligen Eigenheiten, die dann da wieder in den jeweiligen Landessprachen vorkommen. Und ein ganz wichtiger Strang sind die sogenannten Struwwelpetriaden. Also schon damals stiftete das Buch für eigene Themen an, regte an. Für Kinder wurde es gleich imitiert, weil andere Verlage natürlich sahen, hoppla, das verkauft sich wirklich sehr gut, wir wollen das auch haben. Und die Copyrights griffen, die durften nicht einfach nachdrucken. Also gaben findige Verleger ähnliche Bücher in Auftrag, die zum größten Teil sehr viel brutaler sind als das Original. Eines zum Beispiel hat den Titel Struwwelpeters Reu und Bekehrung. Das zeigen wir auch in der Ausstellung. Und da sieht man, dass die Kinder eigentlich sich immer bessern mussten in den Nachfolgern. Da musste dann ein ordentliches Kind zum Schluss aus dem Struwwelpeter werden. Nein, ich hoffe, man macht das nicht. Der Struwwelpeter darf so bleiben, wie er will. Und das, glaube ich, macht ganz viel von dem Reiz aus, dass das Kind sich nicht bessern muss und Kinder dann all das, was man selbst an Erziehungsärger hat, darauf projizieren kann. Ja, und bei den Struwwelpetriaden gibt es nicht nur den Strang Kinder bis heute. Struwwelise ist so ein Buch, das viele kennen. Ganz früh, also schon 1848, setzte die politische Interpretation der Figuren ein. Für mich als studierten Buchwissenschaftler ist natürlich auch so die Editionsgeschichte des Struwwelpeter wahnsinnig interessant. Da kann man im Museum auch ganz, ganz viel lernen. Und Frau Zekon von Bemburg hat auch einiges dazu erzählt, nämlich über diese Struwwelpetriaden. Das Archetypische, das diese Figuren haben, da ist der Aggressive, der böse Friedrich, der alles zerschlägt. Das ist der Hans Guck in die Luft, der Träumer, der Struwwelpeter, der ewige Rebell. Das macht die Geschichten bis heute zu hervorragendem Ausgangsmaterial für Satiren. Also dieses jeweilige Muster wird dann auf einen aktuellen Politiker übertragen und dann kann man damit eben sehr schön Satire machen. So zeigen zum Beispiel in der Ausstellung ein Blatt von 1848 vom Oktober, da taucht der Suppenkasper als Paulskirchenparlamentarier auf, der seine Revolutionssuppe nicht auslöffen will. Und also das ist schon ganz erstaunlich, dass in so kurzer Zeit, ne, Oktober 48, 45 kommt die Erstausgabe und 3 Jahre später ist das Buch zitierfähig. Man erkennt den Spaß, der dahinter steht und versteht auch, wenn der seine Suppe nicht auslöffelt, ist er in kürzester Zeit tot. Und so war es ja dann auch.
Ja, und das geht bis heute. Wir haben gerade einen Corona-Kasper sozusagen zugekriegt, einen Suppenkasper, der seine Maske nicht tragen will. Oder Hans Guck in die Luft ist natürlich mit dem Handy ganz wunderbar heute darzustellen. Der Achtlose, der Träume auch da natürlich wieder. Und man kann man wirklich sagen, deutsche Geschichte oder europäische Geschichte sogar über Struwwelpeter erzählen. Das machen wir auch in der Ausstellung. Über die Struwwelpetriaden kann man zum Beispiel den Ersten Weltkrieg aufblättern. Kriegspropaganda zwischen England und Deutschland gab es über den Struwwelpeter. In England war das Buch sehr bekannt, auch als deutsches Buch bekannt. Und die haben dann im Ersten Weltkrieg den deutschen Kaiser als Wasserkopf Wilhelm, Swollen-Headed William, in einem Buch verspottet. Und dann kam die deutsche Antwort wenig später drauf mit einem Buch, das war der Kriegsstruwwelpeter, wo also in Manier der Struwwelpeter-Geschichten die Kriegsgegner verspottet wurden. Und einige Bekanntheit hat auch wieder ein britisches Buch erlangt aus dem Zweiten Weltkrieg von 1941. Da ist der Struwwel Hitler erschienen, auch hier wieder alle Bilder erkennbar mit dem Original verknüpft und eben ja die Nazi-Schergen, die dann dargestellt werden. Hitler als Struwwelpeter, dem das Blut von den Händen tropft, ist heute noch als Reprint erhältlich und verkauft sich immer noch sehr gut. In der Eile bei meinem Besuch habe ich mir 3 Bücher geholt. Da 3 Dinge geholt. Das eine ist natürlich die Museumsausgabe des Struwwelpeter. Und weil ich keine Ausgabe hier habe, ihr seht, das ist ein ganz dünnes Buch. Man ist schnell durch damit. Illustriert hat Hoffmann das selbst. Und dann wollte ich mir eigentlich die Autobiografie von Heinrich Hoffmann holen. Die gab es aber nicht. Stattdessen habe ich dann aus dem Mabuse Verlag, das ist ein Verlag hier in Frankfurt, der auf ein unabhängiger Verlag, der auf Medizin, Geschichte und medizinische Titel spezialisiert ist. Und die haben zu einem Hoffmann-Jubiläum ein Lesebuch rausgegeben. Da sind nämlich eben Auszüge aus der Autobiografie drin, Bilder von der Klinik, die Hoffmann geleitet hat in Frankfurt. Und da werden einige Stationen seines Lebens nochmal so ein bisschen erklärt, 48er Revolution und Co. Dazu kann ich nur sagen, dass es war mir ein bisschen zu glatt. Also es ist interessant, man hat es auch schnell gelesen. Mir kommt Hoffmann, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn Personen in Biografien so in so einem rein positiven Licht, guten Licht dargestellt werden. Da bin ich schon immer ein bisschen skeptisch. Interessant war es schon. Hoffmann ist definitiv eine interessante Figur. War ein sehr engagierter Frankfurter Bürger und hat viel bewegt in der Psychiatrie. Aber irgendwo bin ich mir sicher, gibt es auch eine dunkle Seite. Aber die habe ich hier drin nicht entdeckt. Da muss man vielleicht mal noch ein bisschen tiefer graben einfach. Dann habe ich mir noch ein Notizbuch gegönnt. Das ist leer. Da sind auch keine Dots oder sowas drin. Und das hat auch auf der Rückseite den Struwwelpeter. Das sind die 3 Sachen, die ich mir geholt habe. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und es war nicht zu lang. Natürlich hoffe ich auch, dass ihr viel Spaß bei der Klassikerwoche hattet. Nochmal meinen persönlichen Dank an das Struwwelpeter-Museum und alle Mitarbeiterinnen dort und insbesondere an die Museumsleiterin Frau Beate Zekorn von Bebenburg. Eine kurze Anmerkung habe ich dann noch. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es noch eine andere Geschichte gibt, die mich mit Heinrich Hoffmann verbindet, nämlich war mir gar nicht mehr klar, dass auch König Nussknacker von Heinrich Hoffmann ist. Das ist wirklich so ein Kinderreim,
damals auch zensiert, den meine Mutter leidenschaftlich gerne mit einem Nussknacker nämlich, wir hatten so einen roten Nussknacker mit so einem Rauschebart, und damit hat sie den immer vorgesprochen und das habe ich noch heute im Ohr und war vielleicht eins zu meiner ganz frühen so Erweckungserlebnisse, so diese Kombination aus Reim und ja, Reim, Bilder, vorgetragene Worte hat so garantiert auch was damit zu tun, so mein Interesse an Büchern zu wecken. König Nussknacker, so heiß ich, harte Nüsse, die zerbeiß ich, süße Kerne schluck ich fleißig, doch die Schalen werf ich anderen hin, weil ich König bin. Kam natürlich im Vormärz nicht so super cool an. Fiel mir gerade noch ein, jetzt bin ich wirklich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.